Ja, liebes Tagungspräsidium, sehr geehrte Delegierte, lieber Bernhard Vogel, lieber Mike Moring, herzlichen Dank für diesen würdigen Moment, weil unsere Partei ist Gemeinschaft. Unsere Partei ist bei aller Vielfalt, manchen Unterschieden, immer etwas, was uns irgendwann mal aus einem Grund zusammengebracht hat und uns über manchmal leichte, aber manchmal auch schwierige Zeiten gemeinschaftlich hinwegbringt. Und ich darf das sagen, Mike Moring hat die Thüringer Landtagsfraktion, für die ich heute hier den Gruß überbringen darf und den Bericht über 12 Jahre gut geführt. Er hat erfolgreiche Politik für unser Land gemacht. Und ich glaube, er kann stolz sein auf das, was er geleistet hat. Und deswegen, lieber Mike Moring, herzlichen Dank für deine Arbeit. Wir als Landtagsfraktion, das heißt 21 Landtagsabgeordnete, alles direkt gewählte Vertreter, die vor Ort die Unterstützung ihrer Bürger bekommen haben. Das heißt 21 Kollegen, die insgesamt in diesem Jahr kein leichtes Jahr hatten, die angefeindet worden sind, denen Integrität abgesprochen worden ist, denen Überzeugung abgesprochen worden ist, denen in Frage gestellt worden ist, ob sie für dieses Land erfolgreich streiten wollen. Ich kann Ihnen eines sagen. Jeder einzelne dieser Kollegen ist ein Kämpfer, ist ein Kümmerer für dieses Land. Und das kann ich als CDU-Landtagsfraktion sagen. Wir als Partei können stolz sein, solche Abgeordnetenkollegen im Thüringer Landtag zu wissen. Ich danke euch für euren Dienst für unser Land. Unser Credo nach den Ereignissen, ist viel darüber geredet worden, im März, im Februar. Unser Credo ist ein sehr simples gewesen. Wir wollen es gemeinschaftlich für Thüringen machen und wir wollen es als Mannschaft tun. Und ich glaube, dass wir nur so den Weg wieder zurückfinden können zu mehr Vertrauen, Klarheit und Unterstützung auch in der Bevölkerung. Und ernsthafterweise unterscheidet uns das doch bitte schön auch von den anderen Parteien im Thüringer Landtag. Rot-Rot-Grün ist eine One-Man-Show. Das ist Bodo Ramelow. Die AfD ist eine One-Man-Show. Das ist Björn Höcke. Aber das, was uns als CDU ausmacht, das, was dieser Moment jetzt eben gerade gewesen ist, das ist die Gemeinschaft, die wir brauchen. Das ist dieser Moment, der uns wieder zurück in die Verantwortung führt. Und ich glaube, dass von diesem Parteitag auch das Signal ausgehen muss, dass wir gemeinschaftlich die Kraft haben, aus den Kommunen heraus, aus der Landtagsfraktion heraus und aus der Bundestags- und Europafraktion hinaus, dass wir gemeinschaftlich als Ehrenamtler diese Partei tragen und dieses Land gestalten wollen. Wir haben die Kraft und das ist das Zeichen dieses Parteitags, werte Kolleginnen und Kollegen. Und ich will nicht zu viel Rückspiegel betreiben, weil am Ende beginnt Politik immer bei der Betrachtung der Wirklichkeit. Aber es geht auch um die Verantwortung, die wir haben, euch Rechenschaft abzugeben. Und das bedeutet für uns als CDU eben auch, dass wir unsere Rolle im Thüringer Landtag als konstruktive Opposition beschreiben. Und das bedeutet, dass wir schauen, was ist das Beste fürs Land, weil wir in einer Situation gelandet sind, wo es keine rechnerisch-parlamentarische Mehrheit im Thüringer Landtag gibt, weil Extremisten von links und von rechts die Mehrheit im Parlament stellen. Und deswegen bedeutet das, was die CDU als Kompass in sich trägt, und das haben wir gemeinschaftlich so entschieden, bedeutet, dass wir Stillstand verhindern und unseren Maßstab der Politik setzen. Was ist das Richtige fürs Land? Und nur das wird auch tatsächlich parlamentarische Mehrheit finden. Und das ist etwas, was uns bestimmt, weil wir glauben, dass wir Stabilität für dieses Land setzen. Unser Credo lautet, was Thüringen nach unserer Überzeugung nutzt, das geht. Was Thüringen nicht nutzt, wird gestoppt. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, den wir als CDU-Fraktion gehen sollten in dieser schwierigen Lage, die wir uns alle nicht ausgesucht haben, aber deren Verantwortung, Mike hat darauf hingewiesen, wir uns alle gemeinschaftlich stellen. Und wenn wir uns anschauen, warum das jetzt in dieser Zeit gerade so wichtig ist, dann hat das auch etwas damit zu tun,
dass wir logischerweise in der Corona-Krise, in der Pandemie auch eine Verantwortung dafür haben, wie unser Land gut durch diese Krise hindurchkommt. Und deswegen haben wir als CDU-Fraktion hart gestritten mit der Minderheitsregierung. Wir haben hart gestritten, aber wir haben auch geliefert. Wir haben hart gestritten für die Kommunen. Wir haben hart gestritten für die mittelständische Wirtschaft. Wir haben dafür Sorge getragen, dass Familien eine bessere Unterstützung erfahren, dass wir im Bildungsbereich gut durch diese Krise hindurchkommen. Wir haben Akzente gesetzt, weil uns eines wichtig war, dass wir uns über Themen, über Mannschaftsspiel wieder das Vertrauen der Bürger zurückerarbeiten. Und lasst mich kurz in Spiegelstrichen deutlich machen, welche Themen uns besonders bewegen. Das wichtigste Thema, und das haben wir in der Corona-Krise gemerkt, ist, dass wir nicht zulassen dürfen, dass diejenigen, die Krisenmanager in der Krise gewesen sind, nämlich die Bürgermeister, die Gemeinderäte, die Landräte, dass die alleine gelassen werden. Sowohl bei der Finanzierung ihrer kommunalen Haushalte, aber eben auch bei der Durchsetzung der Maßnahmen, die nötig sind. Und wir als CDU, wir sind Kommunalpartei Nummer eins. Und deswegen war es für uns als Fraktion wichtig, dass wir gemeinschaftlich einen Dialog mit den kommunalen Spitzenverbänden starten. Unmittelbar im April und im Mai haben wir es getan. Wir haben eine Arbeitsgruppe mit vielen kommunalen Vertretern unserer Partei aus dem ganzen Land, aus unterschiedlichen Ebenen zusammengeholt, um den kommunalen Finanzausgleich reformieren zu wollen. Und das haben wir durchgesetzt, dass endlich wieder eines gilt, dass wir eine ordentliche Finanzierung der kommunalen Familie hinbekommen, weil es doch nicht sein kann, dass der Bürger in Eisenberg weniger wert ist in der kommunalen Ausstattung als der Bürger in Erfurt. Die Bürger sind gleich viel wert und wir sollten dafür Sorge tragen, dass der kommunale Finanzausgleich besser ausgestattet ist für unsere öffentliche Daseinsvorsorge. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern es hat etwas damit zu tun, dass dort tatsächlich der Bürger auch erlebt, wie der Staat, wie die öffentliche Daseinsvorsorge funktioniert. Deswegen wissen auch unsere Kommunalpolitiker viel besser, wo der Schuh drückt, wenn es um die Sanierung von Schulen geht, wenn es um die Frage geht, wie können wir eigentlich auch Infrastrukturprojekte durchsetzen. Und ich bin dem Raimund Walk dankbar, bei allen Innenpolitikern in unserer Fraktion, die sich in mühevoller Arbeit auch in den Gesprächen mit dem Bürgermeister, mit den Ehrenamtlichen dafür einsetzen, dass uns das gelingt. Raimund und ich haben einen Dialog initiiert in der Fragestellung Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Wir beginnen, das inhaltlich zu untersetzen. Wir stimmen uns regelmäßig mit den kommunalen Spitzenverbänden ab. Als Fraktion haben wir etwas Neues gestartet. Es gibt alle vier Wochen ein Gespräch, ein digitales, mit den Fraktionsvorsitzenden der Kreistage und der Stadtratsfraktion, weil wir diese Verzahnung wollen, weil wir am Ende in einer Sache überzeugt sind, nämlich dass wir als CDU nur wieder stark werden, wenn wir es schaffen, die unterschiedlichen Ebenen gemeinschaftlich miteinander zu verbinden. Und deswegen will ich euch sagen, wenn es um die Frage geht, wie die CDU-Landtagsfraktion jetzt in diesen harten Haushaltsverhandlungen, die anstehen, ihre Schwerpunkte setzen wird, dann wird ein Schwerpunkt auch die bessere Finanzierung der kommunalen Familie sein. Weil wenn Thüringen gut durch diese Krise kommen will, dann muss die kommunale Familie besser ausgestattet sein, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst mich ein zweites Thema rausgreifen. Das Thema Familien und Ehrenamt. Ich bin selber Vater von zwei kleinen Kindern. Und das, was unsere Familien in der Corona-Krise erlebt haben, war für viele eine absolute Stresssituation. Kinder zu Hause, keine Klarheit in der Frage, wann wird eine Kindertagesstätte aufgemacht oder nicht, weil es die falsche Schwerpunktsetzung der Landesregierung gegeben hat. Und wir haben als CDU-Fraktion versucht, dafür Sorge zu tragen, dass die Kleinsten nicht die größten Verlierer in dieser Krise werden. Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass eben die Kindertagesstätten wieder vollumfänglich aufgemacht werden. Deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass eben auch Familien Unterstützung erfahren. Und wir haben uns auch dafür stark gemacht, dass nicht die Vereine, dass nicht die kleinen Strukturen im ländlichen Raum krachen gehen. Rot-Rot-Grün war das egal. Und wären Sie nicht Minderheitsregierung, hätten Sie einfach drüber hinweggesehen.
Aber wir haben uns dafür stark gemacht, dass das Ehrenamt auch gut durch die Corona-Krise ausgestattet wird. Wir haben uns dafür stark gemacht, dass dort eben auch Gelder hinfließen und Vereine nicht bankrott gehen. Und Beate Meissner, Thaddäus König und andere haben dafür gekämpft, dass dort an dieser Stelle auch tatsächlich Geld ankommt. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Ehrenamt nicht vergessen haben. Ich glaube, es ist wichtig. Und die Ehrenamtsstiftung hat gerade diese Woche eine Information rausgegeben, dass sich viele Vereine dorthin gewendet haben, weil sie ansonsten in der Corona-Krise bankrott gewesen wären. Und ich glaube, das war die richtige Schwerpunktsetzung. Das war CDU-Anschrift, liebe Freundinnen und Freunde. Wir beschäftigen uns auch mit den Fragen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Ich blicke nach Suhl, in die Erstaufnahmestelle. Die Landesregierung wollte ein eigenes Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen. Sie wollte außerhalb jeder europäischen oder deutschen Regelung einfach sagen, wir nehmen das auf. Aber wenn man zu Leuten wie André Knapp gegangen wäre, dann hätte man erfahren, dass die 1000 Leute, die Rot-Rot-Grün möchte, gar nicht in die Erstaufnahmestelle unter Corona-Bedingungen nach Suhl passen. Dass wir dort eigentlich Zustände haben, denen man es gar nicht anbieten kann. Die Landesregierung hat aus Ideologie versucht, das zum Thema zu machen. Wir haben als CDU-Fraktion gesagt, das wird es mit uns nicht geben. Wir haben ein Stoppschild gesetzt und ich bin André Knapp und anderen dankbar, dass es uns gelungen ist, mit Markus Malsch und auch mit Christian Hergott, mit Marc Hauptmann, dort ein klares Zeichen dafür zu setzen, dass die CDU sagt, ja, wir haben ein Herz, wir wollen Menschen aufnehmen, aber wir sagen auch, es muss tatsächlich möglich sein und es darf am Ende nicht an Ideologie scheitern, dass wir vernünftige, solidarische Politik machen. Danke euch, dass ihr da gestritten habt. Oder nehmen wir den ganzen Bereich Landwirtschaft. Der Bauernpräsident Herr Wagner ist ja da. Da streitet sich ein Umweltministerium und ein Landwirtschaftsministerium über die Frage, haben wir eine Feldmausplage oder nicht? Seit 2 Monaten. Herr Wagner, haben Sie schon Hilfe bekommen? Diese Landesregierung, der ist der ländliche Raum egal. Und wir als CDU-Fraktion, wir machen das zum Thema, weil wir glauben, dass es kein Gegensatz sein darf, dass es nicht nur um die Städte entlang der A4 geht, sondern es darum geht, dass wir eine Obacht für das ganze Land haben. Und deswegen muss auch der Landwirtschaft geholfen werden, wenn die Plage schon ist und nicht erst Diskussionen über Monate und am Ende sie hängen gelassen. Weil das sind unsere Betriebe. Es ist der stärkste Wirtschaftszweig, den Thüringen hat. Und Sie, Herr Wagner, und andere Ihrer Kollegen alleine zu lassen, das wird es mit der CDU-Fraktion nicht geben. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, auch das wird ein Schwerpunkt in der Haushaltspolitik werden. Und lasst mich, wenn wir bei Wirtschaft sind, noch ein letztes Thema ansprechen. Das ist die Frage der Wirtschaftspolitik. Die Corona-Krise fordert uns heraus. Sie fordert uns auch ökonomisch heraus. Weil nach der Gesundheitskrise kommt die Wirtschaftskrise und dann wahrscheinlich auch die Krise der öffentlichen Haushalte, weil wir weniger Steuereinnahmen haben. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist eines vollkommen klar. Jedes dritte Thüringer Unternehmen hat Kurzarbeit angemeldet. Nicht jedes, dankenswerterweise, muss es bisher ziehen. Aber eines muss uns schon klar sein. Durch die Verschiebung der Insolvenzordnung, durch die Ausweitung der Kurzarbeit ist jetzt mittelbar geholfen. Aber die tatsächlichen Fragen kommen noch auf uns zu. Und deswegen muss es uns darum gehen, dass wir eben auch, wenn wir in den Bereich Automotive hineinschauen, wenn wir in den Bereich auch von unserer Industrie hineinschauen, mehr darauf Wert legen, dass wir Investitionen unterstützen, dass wir Infrastrukturen setzen. Und das wird auch in der Haushaltspolitik ein Schwerpunkt von uns sein, weil für uns geht es darum, dass wir wieder mehr Einstiege, mehr Gründungen brauchen und als Ausstiege, dass wir wieder mehr Ingenieure statt Verhinderer brauchen, dass wir mehr Erfindungsreichtum brauchen statt Protest, dass wir vor allen Dingen eines brauchen. Wir brauchen wieder mehr Freiheit statt staatlichen Dirigismus. Wissen Sie, Rot-Rot-Grün hat in dem sogenannten Investitionsprogramm Geld dafür eingestellt, fast 500.000 Euro, um Lastenfahrräder zu finanzieren. 3.000 Euro pro Fahrrad. Jetzt habe ich nichts dagegen, wenn Leute hier im Raum sind, die auch Radfahrer sind. Das ist alles sehr in Ordnung. Aber in der Abwägung einer solchen Krise, ob ich nicht lieber 5 Tablets in der Grundschule anschaffe und damit tatsächlich etwas für die Bildung in diesem Land tue
oder für 3.000 Euro ein Lastenfahrrad für eine Privatperson kofinanziere, dann kann ich nur eines sagen. Mit CDU wird es sowas nicht geben, weil wir davon überzeugt sind, dass Bildung wichtiger ist als Ideologie, dass Bildung wichtiger ist als Privatsubvention von irgendwelchen Fahrrädern. Das können sich die Leute schon am Ende selber kaufen. Aber das zeigt am Ende nur eines. Es zeigt, dass die Fragestellung, die uns alle zu beschäftigen hat, und darum wird es auch in dem nächsten Wahljahr gehen, eine sehr, sehr simple ist. Die Fragestellung, die uns beschäftigt, die lautet, wollen wir dieses Zerstrittene weiter so einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung oder wollen wir endlich wieder zukunftsgerichtete Politik für den Freistaat? Und diese zukunftsgerichtete Politik, die müssen wir als CDU auch mit Stolz vortragen. Wir sind das Land der Dichter und Denker. Wir sind das Land der Tüftler und Bastler. Wir sind das Land, und Michael Kretschmer und Christian Hirte haben es vorhin gesagt, wir sind das Land, was erfolgreich 30 Jahre aufgebaut wurde und jetzt bestens dasteht. Und unser Anspruch als CDU muss doch bitte schön lauten, dass wir es schaffen wollen, in den nächsten 10 Jahren das neue Bayern Deutschlands zu werden. Wir wollen erfolgreich sein und wir wollen Zukunft gestalten. Und genau aus dem Grund müssen wir jetzt auch wieder mit Euphorie und mit Engagement nach vorne gehen. Und der Raimund hat es gesagt, Rot-Rot-Grün ist ja nicht mal in der Lage, zum 3. Oktober, zum 30. Jahr der deutschen Einheit, eine Festveranstaltung zu organisieren. Wir als Landtagsfraktion werden das tun am 6. Oktober. Wir werden hergehen und sagen, jawohl, wir stehen zu 30 Jahre Einheit, weil wir eines wollen. Wir wollen die Tradition, die Bernhard Vogel, Dieter Althaus, Christine Lieberknecht aufgebaut haben, als Ministerpräsidenten für einen starken Freistaat, auf der einen Seite ehren, wo viele Kollegen in den Landtagsfraktionen zuvor mitgeholfen haben und viele hier im Raum. Aber wir wollen vor allen Dingen auch ein Signal setzen. Wir wollen ein Signal setzen, dass es jetzt um das neue Jahrzehnt geht, dass es um Thüringen 2030 geht, wo wir die Kraft als CDU haben und nicht mehr Rot-Rot-Grün. Die sind abgewirtschaftet. Und das muss auch tatsächlich unser Anspruch sein. Aus einem verkniffenen Hintern kommt kein fröhlicher Furz, hat Luther gesagt. Und ich glaube, das muss unser gemeinschaftlicher Anspruch sein, dass wir als CDU-Fraktion sagen, wir haben die Kraft, weil wir eine Mannschaft in der Fraktion sind. Wir haben die Kraft, weil wir heute eine Mannschaft für die Partei wählen. Wir haben die Kraft, weil wir Menschen begeistern können. Wir haben die Kraft, weil wir eines wollen. Das Team um Christian Hirte, dass wir das unterstützen, dass wir als Fraktion im Bundestag, im Europaparlament und natürlich auch in der Landtagsfraktion gemeinsam mit den Kommunalen wieder rangehen, Zusammenhalt und auch Gemeinschaft predigen. Unser Anspruch ist, in Thüringen wieder um den ersten Platz mitzukämpfen. Dafür haben wir die Kraft. Und ich kann euch eines sagen, 21 Kollegen im Thüringer Landtag werden jeden Tag hart dafür ackern. Schönen Dank.